Willkommen zurück, ihr lieben Kinder der Nacht, zur vielleicht letzten Folge von Busters Hidden Treasure. Legen wir gleich los. So, mal gucken, wo geht's lang? Da schon mal nicht hin, weil ich den nicht mag. Kann aber sein, dass es doch sein muss. Ups. Jo, ein bisschen hochgeglitscht. Jetzt bin ich aber neugierig, was unten ist. Kennt ihr das, diese Neugierde? Dass ihr einfach wissen wollt, was ist da? Was kann man da machen? Gut. Ja, komm her. Oh, das ist nicht schlimm. Oh, hat einen sogar jetzt gerettet. Das ist krass. Ah, soll es jetzt Überblick sein, was da jetzt noch passiert, oder wie? Ja, dann würde ich wirklich eher ganz oben entlang gehen wollen. Boing. Ja, wie gesagt, es kann sein, dass es jetzt die letzte Folge ist. Da jetzt noch dieses Level. Mit Sicherheit noch ein weiteres und dann ist schon der Bosskampf kommt. Okay, so kommt man nicht hin. Okay, okay. Leck dich ab. Au, den habe ich nicht... Ich dachte nicht... Nein. Gut. Ich wusste nicht, dass der so funktioniert. Beziehungsweise, ich habe ihn zwar gesehen, aber nicht realisiert, dass der mich totmatschen möchte. Na, ich warte mal, dass er sich abreagiert. Boing. Und nochmal. Ich glaube, jetzt gibt es auch kein Level mehr mit, mit zwei Ausgängen. Eben weil das jetzt langsam in die heiße Phase kommt, in der man dann langsam mit dem Bossgegner zu rechnen hat. Man überspringt damit ganz schön viel. Okay. Oh, hops, das Herz möchte ich noch haben. Oh, diese Kugeln wieder. Dann bitte. Huch! Schande. Ich hoffe, das Teil kommt wieder. Ah, gut. Aha. Ja. Ah, okay. Ich möchte noch gucken, was hier ist. Moment. Warten. Gut. Da bin ich jetzt wieder einmal zu neugierig. Ah. Vielleicht sogar eins der letzten Bonuslevel. Immer wieder schön, die Musik. Gut. Sehr schön. Ich bin so unmusikalisch. Zumindest was das selber Singen und Musizieren an sich angeht. Ich habe zwar ein Keyboard hier zu Hause und eine Ocarina. Ja, ich habe eine Ocarina hier. Eine aus Plastik aber. Ja. Ich kann aber kein bisschen drauf spielen. Und auch damals Musikunterricht, ja, genau. Wie kann man es nennen? Genau. Es ist nicht nennenswertes gewesen. Sagen wir es so. Möhrchen. So. Sehr schön. Gut. Ah, gut. Ich dachte eben, kommt er nicht mehr rauf. Ah, ich bin so doof. Da gehen wir raus. Oh, schön. Ah, noch ein Leben dazu. Habe ich es eben richtig gehört? Ja. So, ich glaube, ich weiß, welcher Level jetzt kommt, oder? Ah, okay, dann kommt
ich will nicht lügen. Ich glaube hier, wenn wir hier am Ende des Levels sind, müsste nochmal etwas anderes kommen. Mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, wann dieses Event kommt, dieser Level kommt, an den ich gerade denke. Es kann ja überall was versteckt sein, deswegen mache ich das hier gerade. Oh, diese Stacheln sind so schlimm. Ich mag die nicht. Da rechts geht's in Ruhe. Nach oben. Oh, dann gilt das schon als Geheimnis, wenn man so will. Naja. Ups. Ups. Ah, da muss man anscheinend hier immer wieder den richtigen Weg nach oben finden. Und hier ist es anscheinend nicht. Ich kann aber trotzdem immer irgendwie gucken, ob hier in den Wänden nicht noch ein Versteck ist. Hier würde man auch runterkommen. Und da kommt man so nicht rauf. Also hier. Jep. Na komm. Oh, es ist fies da mit den Stacheln. Da könnte man jetzt denken, da muss man jetzt auf jeden Fall lang. Ah, ich habe das eben gesehen. Da oben. Ah, sehr schön. Ein Glöckchen. Ah, okay. Jetzt muss man gucken, welche ist jetzt die richtige Tür. Die war es schon mal nicht. Kann ich mir merken, dass es die ganz links nicht ist? Na, glaube ich nicht. Hier glaube ich. Nein, ein weiter. Ja. Brauche ich wenigstens nicht bei dem Stacheln hier gleich rüber. Genau da. Nö, auch nicht. Ja, das kann jetzt ein wenig dauern. So ungefähr noch ein bisschen die Spielzeit strecken. Achso, schon zu weit. Langsam. Ups. Ups. Ja. Dann versuche ich gleich mal einfach nach rechts zu gehen weiter. Genau, hier. Stacheln über Stacheln über Stacheln. Komm. Ah, da. Achso, das ist eine Wand. Oh. Habe ich nicht gesehen. Naja, dann geht es da schon mal nicht entlang. Und sonst, wie geht's euch? Ja. Ich hoffe, euch geht es gut. An sich, mir geht es in letzter Zeit auch um einiges besser als sonst. Hier. Na, ist es die? Ja. Und wie man sieht, geht gleich grandios los. Ah ja, stimmt. Oh nein. Oh, jetzt muss ich auch noch husten. Moment. Au. Zahnräder hier erinnern mich jetzt wieder an Castle of Illusion. Mit dem Glockenturm. Nur, dass die sich nicht bewegt haben. Zumindest nicht so wie dieses hier. Gut, sehr schön. Und hops.
Oh, gut, dass da das Herz war. Sonst hätte ich die Plattform wahrscheinlich nicht getroffen. Oh, ich mag das nicht, wenn das immer so eng ist mit dem Springen. Alter! Wie weit denn noch? Autsch, das war dumm. Oh, Schande. Nein. Gut, ist okay. Ah. Ja gut, dann sind die wenigstens wirklich direkt an. Achso. Oh, ich dachte, ich fall jetzt da irgendwie runter. Also da in die Dinger rein. Gut. Will ich runter? Da sind Möhren. Okay. Kann sein, dass ich hier sogar runter muss, wegen dem Schalter hier. Ich warte lieber. Und dann so. Jetzt bloß nicht springen. Da ist noch eine Glocke. Die möchte ich haben. Besser als das Herz da links. Gut. Oh. Boing. Warten. Gut. Hier warte ich auch erstmal. Ich möchte mal gucken, was hier unten ist. Nichts. Na gut, hätte ich eigentlich links auch schon sehen können. Als wir da den Schalter aktiviert haben. Oh, oh, hopp. Ausgang. Oh, danke. Das ist immer so anstrengend. Naja, aber immerhin haben wir jetzt schon mal 5 Herzen. Und das scheint jetzt wirklich der letzte Level zu sein. Oh nein. Oh Gott, wie hieß sie noch? Elvira? Elvira? Ich liebe dieses süße Fuzzy Wuzzy Hippity Hops. Hoppelpoppel. Bleach? Das heißt im Englischen Bleiche? Oder Blanch wahrscheinlich, irgendwie sowas. Ach so, Elmira. Okay, ich dachte eben, das ist ihr Name. Bleach. Ah. Also, bäh. Pass auf, es ist Elmira. Lass sie dich nicht fangen. Halt dich von ihr fern. Ja. Und das ist der Level. Am besten kann man das tatsächlich so hier machen. Denn sie ist irgendwann schneller als man selbst. Und das ist unfair, weil da gleich noch Feinde kommen. Elmira, nicht Elvira. Nein! Try again. Versuch's nochmal. Und kostet tatsächlich ein Leben. Nein, nein, nein! Hopp! Oh. Okay, anscheinend ist sie nicht schneller als man selbst, aber eben halt, es ist blöd mit diesen Kanten, weil ich da immer so dieses schlechte Reaktionsvermögen habe. Deswegen machen wir das etwas ruhiger. Gut. Sehr schön. Oh, ich muss mich jetzt richtig konzentrieren. Gut. Oh. Huch. Es sah eben so aus, als würde gerade eine Szene anfangen. So von wegen, genau, sowas in der Art.
Der Endboss! Du hast gewonnen, Hase. Oder Kaninchen? Rabbit. Wie auch immer, Hase. Ich werde dir Bugs Bunny und die anderen zurückgeben. Aber erst musst du mir den Schatz geben. Niemals! Okay, du hast es so gewollt. Autsch, das war dumm. Au! Ey, komm schon. Hä, der wollte nicht hochspringen! Der wollte nicht an der Wand springen! Ey, was soll das? Genau das wollte er eben nicht machen. Denn wie immer, auf die Omme. Auf die Omme. Jetzt formiert er sich da neu. Hier ist man dann anscheinend relativ sicher. Nein! Okay, wenn man so doof ist wie ich und nicht richtig springt, dann ist das echt doof. Oh, dieses Hin- und Her-Gebounce da an der Wand bei ihm. Oh, das ist nervig. Springen. Springen. Boink. Und ich hoffe, das ist wirklich nur die einzigste Phase von ihm. 2, 3. Ah, jetzt hat er mich auch noch erwischt. Ah. Ich hoffe, ich schaffe das soweit. 2, 3. Gut. So. Ich weiß, ich hatte den als Kind immer wirklich schwer in Erinnerung. Okay. Das ist noch nicht vorbei. Habe ich mir gedacht. Gut. Wenn er sich hier hinten formiert, das geht dann ja so weit. Ah, okay. Ja, bisher geht's. Mhm. Jetzt kommt er wieder. Boink. Wenn das wirklich nur der Endkampf ist, dann... Na, mal gucken. Vielleicht kommt da doch noch was. Aber jetzt kann ich ihn nicht mehr bewegen. Na, jetzt heult er. Du hast versprochen, Bugs Bunny und die anderen gehen zu lassen. Und was ist mit dem Schatz? Ja, wie es gesagt wurde, Finder darf's behalten. Ist klar. Verdammt, verdammt, verdammt. Der Schatz gehört mir. Genau, lass uns den Schatz und verwandle die Insel in einen Vergnügungspark. Das ist eine großartige Idee. Nun ist es an der Zeit zu feiern im Buster-Style. Ja, der Vergnügungspark. Wir haben es echt geschafft. Buster Bunny. Er ist so knuffig. Wie süß. Bugs Bunny. Ja, ich bin sehr überrascht, dass es doch jetzt so schnell ging. Plucky Duck und Hampton. Sie heißt Blach. Gogo Dodo. Und Dizzy Devil. Okay. Das wusste ich nicht mehr, dass der so heißt. Little Beeper und Calamity Coyote, genau. Die beiden Mini-Varianten vom, genau. Sweetie und der Bücherwurm. Hat man den Bücherwurm noch gesehen im Spiel? Ich glaube nicht einmal. Ja, Sneezer! Und, Shirley the Loon. Die verrückte ist es dann, glaube ich. Fief!
Luffy. Concord Kondo. Ein auf Concordia oder was? Genau, Elmira und Furball, also Fellknäuel. Oh Mann, Elmira. Montana Max. Ich hab den Schatz nicht bekommen. Oh. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so schnell vorbeigeht. Das Ende. 93, so alt wie ich. Oh, schön. Ja, genau, ich würde sagen, die beiden rechts sind eben ja die kleineren Äquivalente zum Wile E. Coyote und eben dem Roadrunner. Und jetzt fängt das Spiel wieder von vorne an. Gut. Jetzt kann man wahrscheinlich gleich nochmal das... Oh nee, doch nicht. Ja! Ich will mal eben in die Optionen gucken, ob es da wirklich einen Schwierigkeitsgrad gab. Nee, tatsächlich nicht. Ich lasse jetzt den Screen an, weil ich es jetzt niedlich finde mit den beiden. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Mir auf jeden Fall. Oh, es ist so schnell vorbeigegangen. Wie ging das? Dann werde ich auf jeden Fall schon mal was Neues anfangen. Ich muss nur mal gucken, was. Ich habe so viel Zeugs eigentlich noch auf der Platte. Naja, mal sehen. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Tschüss!